Intermezzo, 1938. Und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns wachte. Ja. Wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der weg sah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Ich mag das ja, wenn man eine Story, eine Geschichte spielt, die eigentlich in sich abgeschlossen ist, ja? Habe gehört, L.A. Noire war ja nichts anderes. Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Oh, nicht die Karriere. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ich mag den nicht. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Und die Cops gucken was zu. Aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. So ist das Kapitel bestimmt, ne? Wir hatten eigentlich ziemlich viel Spaß, meistens. Fair Play. 2 Jahre später. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann nicht mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt.
Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen? Wenn du Zeit hast? Auch wenn es nicht nur ein Kleinkrimineller ist, er ist mir weitaus sympathischer als der nette Herr mit dem Metallstock in der Hand, ne, und den weißen Klamotten. Nur, dass ich was zu trinken habe, wenn ich gewinne. Hier waren wir noch nicht in der Küche, ne? Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö. 5, 6. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6 zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern sitzen. Oh, hab ich ihn gestört gerade. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ... Auf Zeit. Ist ein Arsch. Auf Zeit. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, Auto? Die niemand klauen kann, ja? Nimm die Garage. Okay. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Oh, kann ich dann mehrere Autos? Ich nehme mal den Kleinen heute. Das kleine Weiße. Guten Abend, Lütanda. Schlaf gut. Oh, das ist ein schöner Flitzer. Oh, ich glaube, die sind noch nicht da. Und abbiegen. Die anderen werden schon anhalten. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphies Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. So, und hier anhalten. Okay, da wären wir. Ja, wo? Nummer 4?
Ja, da ist ein paar Licht noch drin in der 4. Hier ist er. 1929er Karuzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte, ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 1:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Oh, jetzt wird's interessant. Alter, das geht ab. Das ist gar kein Vergleich. Uiuiuiuiui. Weiterfahren. Der repariert sich von selber irgendwann. Die Steuerung. Der ist so schnell. Vorsichtig! Nein, ich muss ab! Ruhe, Alter! Ruhe! Eieiei! Vorsicht! Sie ist einmal quer durch die Stadt hier. Ey, 100 Meilen pro Stunde, 110. Konzentrieren hier. Ich glaube, wir sind gleich da. Puh. Bist du ja? Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Muss ich auch zurückgrasen? Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Na toll, vorsichtig. Ich muss mit der Karre zurückfahren. Bockig. Oh. Die wird heiß, der läuft heiß. Da ist ein Hitzetimer. Uiuiuiuiui. Oh. Der hält nicht die Spur. Oh. Von wegen bockig. Der Ding hält nicht mit. Oh. Das ist ja doppelt und dreifach gemein. Für mich vor allem. Oh.
Vorsicht! Der hält nicht die Spur! Ich sehe es auch, das Rad hängt schief, ne? Vorsicht! Das ist echt eine Katastrophe. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig an. Ich glaube, wir sind gleich da. Die Brücke wird jetzt ein Gräuel hier oben. Also der gewinnt definitiv die Strecke überhaupt nicht, der Rennfahrer. Nicht mit der Kiste. Oh. Du bist zurück, Gott sei Dank. Na klar. Dann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Oh. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh, Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte. Was? Was? Frank, ich. Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Nein. Würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Ich hab doch bloß ein Taxi bewegt. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Toll. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, deinem Maus. Martin Lichtenberg. Freut mich, hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Ich bin ja ganz hinten, ja. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Davon, aber ein paar der Mechaniker an den Boxen sehen besorgt aus. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Oh Gott, die Karre! Oh, Bastard! Mist! Hoffentlich nicht mehr. Weg da! Steilkurve! Dein Ersatz ist hervorragend!
Bis dann! Wir müssen 3 Runden überleben hier. Oh, harte... Da, 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 da. Angelo, Sie alle haben Chancen, denn es ist noch genug Zeit. Ui, 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 ui. Aber jetzt geht's ab hier. Was für ein Rennen, Leute. Unglaubliche Fahrkünste. Guck mal, mit Steilkurven hier. So, das war erste Runde. Neuzugang vom Angelo ist immer noch an der Spitze. Ich habe sehr viel vergessen. Es ist 18 Jahre her. Der erste rast in seine zweite Runde. Es wird eng da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Eieieiei. Lichtenbergs Abgang hat das Rennen angestachelt. Alle riechen den Sieg. So. Ich glaube, wenn wir uns nicht zu dumm anstellen, sollte es alles klappen, ja? Angelo ist noch an der Spitze. Kann er die Führung halten? Na klar kann er. Nur nicht in diesen harten Kurven. Das schafft er nicht. Das Gute ist, wir nehmen keinen Schaden, ne? Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten 3 um die Führung. So. Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Ach so? Okay, da muss ich aufpassen. Da, 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 da. Okay, du musst keinen Fehler machen. Oh. Seht ihr hier das Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Keine Ahnung. Wir sind bei. Mit Swift Cola. Denn nur Swift Cola schmeckt wie Swift Cola. So. Tommy Angelo in Führung, doch wie lange noch? Ich hab keine Ahnung. Und rum da. So, ich glaube, das könnten wir gewinnen. 3, 2, 1 und Zündung! Die Brille und die Mütze, die Kappe. Jetzt sind wir kein Schläger mehr, jetzt sind wir Rennfahrer. Yeah! Ja, klasse! Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger. Hey Tom. Genau, die beste Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar, danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen.
Was ist mit dem Europäer? Tja, der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Welches Mädchen? Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Huren. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Ma was Schönes. Guter Junge, hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Polly. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Oh. Kann man mit allen sprechen? Du bist Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Kanulis kann es gar nicht geben. Ist er nicht da vorne? Für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Ist doch Pauli. Oder... Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Ah, genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher... Es ist ja so einfach bei dir austet, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Verbrennen, Mann. Haha, als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Kann es rennen, Tommy! Bitte, ja. Mal beim Rennen. Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raus haben, aber ignoriere sie. Die Party hört nicht auf. Du bist groß, aber wenn du noch einen Schritt näher kommst, werde ich ausfällig. Ist doch gut, ich hab doch gar nichts gemacht. Dime Detective. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte 5-mal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Mhm. Ich glaube, wir müssen hier raus aus dem Areal. Die Musik, die gerade spielt, die passt nicht zu den Instrumenten auf der Bühne. Jetzt schon. Was ist das hier? Das ist das Wettbüro, wa? Die Dinger werden jedes Jahr schneller. Più veloci, ma non più divertenti. A volte sembra quasi una sfilata. Nennst du das Rennen eine Parade? Ah, questa no, non direi. Okay.
Please make your investment wisely. Ach, da liegt er ja. Ja, da war ganz schön gesoffen hier. Die Kuh macht Mu und das Huhn sagt Quack. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser. Los geht's, Großer. Oh, ein Seemann auf Landurlaub. Na komm, ich fahr dich nach Hause. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Polly? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Du lässt mich alt aussehen, Tom. Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Oh, der ist eifersüchtig. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer der heimgeht. Polly, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. Das spricht die Eifersucht. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Tropics. Weiß nicht. Ich sollte dich heimbringen. Die Brücke. Nimm die Brücke zur Insel. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zu den süßen Schnecken. Nein. Dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay. Oh, zu Hause. Du hast mich heimgebracht. Vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal. Träum schön, harter Kerl. Ich werde. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Da, 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 da. Fairplay-Kapitel abgeschlossen.